Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Ja, also heute stelle ich euch meinen Stall vor, also unseren Stall sozusagen. Als erstes hier am Eingang eine Tonne, da haben wir Weizen, Gerste und so weiter drin. Ist gekauft, weil Problem ist, das Anbauen nicht, sondern eher das Weizen zum Beispiel aus den Ähren bekommen. Das ist ein bisschen schwierig, darum kaufen wir den noch. Ja, aber mal gucken. So, hier haben wir Möhren, haben wir im Feld gesammelt, also kostenlos. Ist halt billig, schmecken noch gut, also könnte man auch so essen. Das sind halt eigentlich hier eigentlich schöne Möhren, die die Maschine trotzdem auswirft. Weißt du, groß und ja. Dann hier Brot. Kriegen wir auch vom Bäcker. Im Sommer haben wir mehr, füttern wir Gänse, Hühner, alles mit, Kaninchen, wenn das trocken ist. Ja, hier ist noch ein Stall. Einmal, hier sind zwei Kaninchen drin, kriegen Heu, haben da was Möhren. Ja, Wasser in so einem normalen Halter. Das sind die zwei Weibchen. Und dann haben wir hier noch das Männchen. Haben wir mal getrennt. Hier auch Heu, Möhren, ganz normal Wasser. Joa, die haben wir dann mal getrennt. Manchmal bekommen die Kaninchen auch hier Futter. Hier in so einer Dachshund, das sind so, ja, ganz normales Kaninchenfutter, was wir bei so einem Landhandel holen. Ja, dann haben wir hier noch einen großen Kaninchenstall, der im Moment nicht benutzt wird. Ja, das war es eigentlich jetzt zu den Kaninchen. Jetzt kommen wir noch zu den Hühnern. Haben wir hier vorne bei den Hühnern ganz normal Wasser. Ja, Hühnerloch, wo die dann weiter raus können. Ich weiß ja nicht, ob man das... Da können die noch ganz raus und da haben die noch ein Außengehege. Das sind die Nester, wo die ihre Eier legen. Hier Stangen, wo die nachts drauf sitzen. Da so ein Futterautomaten. Ja, im Moment sind es nur noch 7 Hühner. Ich sehe nur 6. Ja, sind nur 6 Hühner. Wir hatten 15. Wurden aber alle wahrscheinlich vom Sperber oder so geholt. Ja, jetzt kann ich noch den Futterautomaten zeigen. Ja, also das ist halt ein Futterautomat, das kann man umklappen. Und ja, hier zwei... Ja, Räume für Futter. Das ist übrigens selber geschrotet. Mache ich auch nochmal ein Video. Aus dem Weizen, Mais, Gerste und so weiter. Und dann selber zerkleinert und halt gemahlen. Und das kommt halt hier unten dann raus und dann können die das picken. Ja. Ja, also hier in der Tonne lagern wir das. Wenn man mal guckt. Müsste man auch sehen, das ist halt klein. Ja. Und vorher waren das halt ganze Körner. Ja, also wie man sieht, hier ist jetzt das Außengehege. Können wir mal reingehen. Im Moment sind sie nicht draußen, warum auch immer. Zu kalt oder sonst was. Hier, das ist der Gang, den ich eben gezeigt habe. Wo die rauskommen. Der ist auch noch überdacht. Und dann fängt hier das freie Gehege an. Das, ja, ich weiß nicht genau, wie groß es ist, aber scheint eigentlich ganz schön zu sein. Allerdings haben wir es jetzt im Moment verkleinert. Hier, wie man sieht. Weil die sonst zu weit gehen und da hinten in dem Bereich werden die immer gefangen und gefressen. Von welchem Tier auch immer, wahrscheinlich von einem Greifvogel. Ja. Das... Hoffen wir mal, dass das bald aufhört, wenn wieder mehr Betrieb hier draußen ist. Ja, hier hinten geht das halt weiter, das Stück. Und hier in dem hinteren Bereich werden die immer geholt. Da steht noch ein kleiner Weihnachtsbaum, so einer Tannenbaum halt. Da stehen Haselnusssträucher. Da ist dann auch Ende. Und hier halt noch Brombeeren. Ja, das war jetzt eigentlich der Hühnerstall. Dann zeige ich euch jetzt noch
zwei Räume, die ich da hinten habe. Also hier haben wir noch, wir nennen Strohschuppen, weil hier Stroh, Heu, alles drin lagern. Heu natürlich selber gemacht, Stroh noch nicht. Denke ich mal, werden wir mal machen. Ja. Und hier ist halt noch alles mögliche andere. Pflanzkästen, so kleine Blumentöpfe, Kisten für Frühkartoffeln oder sonst was. Also alles Mögliche. Aber hauptsächlich halt Stroh und Heu. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem der letzten Räume. Ja, also hier, das ist der letzte Raum. Den haben wir im Moment als Lager für zum Beispiel hier unten Kartoffeln oder halt ein paar Sellerie noch. Und für Hobelspäne für die Hühner, den legen wir da unten rein. Oder Kaninchen, kann man beiden. Kaninchen kriegen die manchmal auch unten rein und darüber Stroh. Ja, kann man aber auch genauso gut als Stall benutzen. Zum Beispiel die Gänse kommen hier rein, wenn die noch ganz klein sind. Hier zum Beispiel kann man Heu, Gras oder so reintun. Hier Futterautomat funktioniert genau wie der andere. Zwei Räume, oben reinkippen, unten kommt es raus. Hier Legenest wird auch eigentlich gut benutzt. Ja, da hinten noch so Stangen, wo die Nuts drauf können. Und dann hat man eigentlich einen zweiten Stall sozusagen, wo die rein können. Hühner, Enten, Gänse, was auch immer. Ja, das war's dann eigentlich erstmal wieder von mir. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Am besten Kanal abonnieren, um keine Videos zu verpassen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.